Ja, und da ist schon der Startbildschirm. Ein sehr kurzes Intro. Herzlich willkommen zu Resident Evil 5. Und ich habe wieder jemanden dabei. Hallo, da ist er wieder. Ja, genau. Der Dominik wieder. Yay! Ja, der Dominik hat mir nämlich vor. Ich habe eben gerade nicht nachgeguckt, aber ich denke mal, es werden keine 2, 3 Jahre gewesen sein, sondern eher so 3, 4 Jahre. Ja, wohl eher, ja. Ja. Ich Also glaube, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, als ich dir das zugeschickt habe. Vor 3, 4 Jahren hat der Dominik mir dieses Spiel hier geschenkt. Ja, und wir haben damit schon mal angefangen, aber das ist schon lange, lange her. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das gespielt haben. Das war allerdings schon, da habe ich nicht mehr zu Hause gewohnt. Das weiß ich noch, aber wie lange das jetzt her ist, weiß ich nicht mehr. Kann ich dir auch nicht sagen. Na, ich drück mal Start. Resident Evil. Ja, mach Inhalt wird das. geladen. Bitte schalten Sie Ihr PlayStation 3-System nicht ab. Laden beendet. So. Wenn wir hier Spiel starten, Statistiken, Bestenlisten, Archiv, Optionen mitwirken. Ja, Optionen ist immer gut. Können wir bestimmt Gamma einstellen und so was. Ja, habe ich gerade schon versucht. Mein Fernseher ist immer noch zu hell. So. Ja, was soll's? Die optimale Einstellung ist erreicht, wenn der BSAA-Schriftzug leicht unscharf erscheint. Ja, schon dunkel, doch. Wenn Ja. ich denke mal, das war noch eben eingestellt, wie ich das früher hatte, und da war das schon im rechten Drittel. Im rechten Drittel. Ja, und jetzt ist es Okay. im linken Drittel. Ich mache das aber was heller, weil ich habe keinen Bock, dass ich dann irgendwie gleich gar nichts mehr sehe. Ich das dann wieder. So, ich mach's in die Mitte. Mitte ist gut. So, Audioeinstellung, was haben wir denn da? Alles voll. Spieleinstellung. Tutorial, ja, wäre ganz gut. Untertitel ist auch gut. Controller-Einstellung. Ja. Ich lasse es mal Ja, so. habe ich auch so gemacht. Ich habe ein Art D oder sowas, keine Ahnung. Ja, glaube ich auch. Gut. Ich hoffe, ich werde jetzt danach gefragt, ob ich nochmal neu starten will. Nicht, dass wir einfach da einsteigen, wo wir das letzte Mal waren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Mussten wir da nicht über das PSN einladen? Irgendwie so? Spiel bei Beitritt nach. Gucken wir doch Ich mal. drück mal auf Spiel starten. Ah, fortsetzen, Kapitelwahl, Spiel beitreten. Besondere Einstellung. Outfit-Auswahl und Filter-Auswahl, okay. Das ist wichtig. Ja. Spiel beitreten. Muss ich das dann so machen oder? Ich glaube, wenn ich. Warum kann ich hier nur fortsetzen gehen? Ich will gar nicht fortsetzen. Was ist ein Kapitelwahl? Da können wir mal sehen. Kapitel 3.1, da waren wir in dem komischen Sumpfgebiet da. Da kann ich mich noch dran erinnern, du. Ja, und man sieht, wie toll wir hier waren. Obwohl. B, A, B, A, A. Ist A gut? Ah, ist glaube ich gut, aber wenn das so wie bei anderen Spielen ist, wie zum Beispiel Devil May Cry, dann ist A noch nicht das Beste. Ja, dann gibt es noch A-Plus oder so, A-Sternchen oder sowas. Den S-Rang. Den S-Rang, genau. Ja, bei Hotline Miami gibt es A-Plus. Da bin ich jetzt momentan dran. So. Was ist denn? Ich denke mal, da müssen wir muss ich Kapitelwahl machen? Dann das erste Kapitel und dann tust du mir beitreten oder so, oder? Ich meine, wir hätten das damals gemacht über Leute einladen, mitzuspielen, aber ich weiß nicht mehr, ab welcher Stelle das. Das ging ab einer bestimmten Stelle. Wie ihr seht, haben wir alles vorbereitet. Wir sind da Total. top, ne? Hier. Also, wir könnten eine TV-Sendung machen, so vorbereitet sind wir. Machen wir aber nicht. Das ist YouTube. Aha, hier Waffen, Geld und so weiter werden beibehalten. Das ist natürlich auch doof.
Blöde Frage. Soll ich einfach mal meinen Spielstand löschen? Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, gut. So, könnt ihr mein schönes Menü hier sehen. Speicherdaten, Dienstprogramm. Ja, ich muss das Spiel dafür verlassen. Alles super vorbereitet. Wie es sein muss. Ja. Dann mach ich direkt, glaube ich, einen 30-Minuten-Part am Anfang. So wie es sein muss. So, wie hieß das Spiel? Resident Evil. Okay, dann ist das ganz hinten bei R irgendwo. Oh. Skate. Saints Row, Rock Band. Da! Achso, Version 2, stimmt. Die haben das ja irgendwie geupdatet. Sehr schön. Ja, bitte. So. Dann sollte das jetzt eigentlich... Dürfte ich eigentlich von neu anfangen dürfen. Tut. Wir haben das aber auf normal gespielt, oder? Mhm. Ich glaube, da hatten wir Probleme, weil ich immer gestorben bin. Capcom. Ja, Intro haben wir eben schon mal gesehen. Start. Resident Evil. Sie benötigen Speicherdaten der Version 2.0, um zu speichern. Möchten Sie Speicherdaten der Version 2.0 erstellen? Ja. Nein. Wir spielen das jetzt am Stück durch. So. Neue Inhalte hinzugefügt. Chris Apokalypse wurde zu den exklusiven Figuren hinzugefügt. Chris Vollmetall wurde zu den exklusiven... Shiva Märchen, Shiva Büro, Barry, Rebecca. Okay. Neues Spiel. Da haben wir es doch. Das ist eine Objektverwaltung. So. Inventar. Oh, da habe ich noch jede Menge Zeug drin. Sehe ich gerade. Normal. Der Modus für Fortgeschrittene. Deswegen ist es normal, ne? Modus für erfahrene Spieler ist Veteran und Amateur ist Anfänger, ja. Spielen wir auf normal? Ja, würde sagen. Eieiei. Koop-Einstellung. Nur auf Einladung. Keine Beschränkung, nur auf Einladung. Angriffsreaktion, nein, ja. Achso, nein. Ich möchte dich nicht erschießen können. Das passiert mir nämlich dann sehr oft. Da hängt ein Zombie. Paff, den wurde ich erschossen. So, ich starte dann mal das Spiel. Und dann hoffe ich, dass du einfach einsteigen kannst dann. Ja, dann musst du mich einladen. Ja, aber ich kann dich jetzt noch nicht einladen. Ich denke mal erst, wenn ich im Spiel bin. Das ist gut möglich. Okay. Muss ich das vorlesen? Ich glaube, das bleibt nicht lang genug da stehen, oder? Sind das so Texte vom Ladebildschirm? Ja. Ich glaube, die sind zu schnell weg. Intro kommt gerade. Captain Deschat here. We secured the underground route to the coordinates. Deschat.
should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. Partner. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more, I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day, I'll find out. Hey, hey! Uyo Ngenzi, alafanya nini hapa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Ladevorgang. Ging aber ganz schön lange. Ja. Kapitel 1.1. Der Kontrollpunkt für Zivilisten. So. Speichern. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe derweil mal ein bisschen rumgeguckt, was diese Ränge angeht. Hier gibt es eben so ein Trophäe oder so ein Extra, das hat folgende Anforderungen. Erreichen Sie Rang A oder besser in allen Kapiteln. Nice. Also ist A nicht das Beste. So. Ich bin jetzt hier leider der Spacken. Jetzt gucke ich mal, ob ich dich irgendwie einladen kann. Müsste eigentlich über das Gedönse gehen, über... Einladung. Hast du mich eingeladen? Nein. Hier steht Einladung akzeptieren. Spieler einladen. Ich hab dich nicht eingeladen. So, ich hab dich jetzt eingeladen. Ah ja, da kam sofort eine Meldung. Dann wollen wir doch mal. Wo kann ich denn die Meldung? Ja, hallo? Wo geht das denn? Ach da, bei Freunde. Ach, hab ich keine, deswegen. Empfangen, da. Möchtest du mit mir spielen? Ja. Jetzt, wie soll ich jetzt noch eine Nachricht senden? Hä? Nein, nicht mit. Oder kannst du, wenn du... Jetzt hast du mir eine geschickt. Was hast du mir denn geschrieben? Nichts. Da steht nur, möchtest du mit mir spielen? Geh mal bei mir auf mein Icon. Ja, vielleicht kann ich... Ja, und genau, dann ich ist glaub, da so... Nicht die Trophäen aktualisieren. Da! Einladung akzeptieren. Genau. Guck mal, ich hoffe mal, dass das funktioniert. Boah, warten Sie einen Moment. So, ja, wir wechseln, genau. Oh. Ich will nicht der Kerl sein, der ist so hässlich. Eintreten. Ansonsten stand da immer beitreten. Nur da stand jetzt eintreten. Möchte Ihrem Spiel beitreten. Wird am Kontrollpunkt beitreten. Okay.
Starten Sie das Spiel neu, um sofort zu spielen. Was? Was? Neu starten. Ja. Ausrüstungsstatus überschreiben. Wenn Sie Nein auswählen, geht ungespeicherter Fortschritt verloren. Ja, wir haben ja nur nichts erreicht, ne? Jo. Dürfen wir jetzt auswählen, wer wen spielt? Ah! Ist dem Spiel beigetreten. So. Boah, spiel du ich hast jetzt ganz viel Scheiß dabei. Die Tante hier? Ja, ja, du bist die Shiva. Ich glaube, das ist noch aus dem, aus meinem Vorgänger. Kann ich das irgendwie ins Dingens packen? Huch! Boah, habe ich viele Schätze, ey. Ich würde das gerne, wenn ich darf. Habe ich Geld? Nein. Schade. Ich verkaufe einfach jetzt mal alles. Kannst du das verkaufen? Ja, ich kann es verkaufen. Okay, ja, dann. Tut mir zwar ein bisschen weh, aber. Ja, auf jeden Fall. Das, was ihr jetzt seht, ist so, dass. Unser Menü, sag ich jetzt mal, wo wir gegenseitig auch Sachen tauschen können. Das machen wir, können wir aber, glaube ich, auch während dem Spiel. Dass wir halt zum Beispiel uns gegenseitig Munition geben können oder uns gegenseitig heilen können und sowas. Und wir können halt hier die Waffen kaufen und verbessern, glaube ich, sogar auch. Ja, verbessern heißt das. Ja. Ich will das nicht alles weg. Mach das jetzt alles. Oh, nö. Boah. Du kannst da Schrotflinte. Du kannst da entfernen auswählen. Wenn du das machst, dann kommt's ins Inventar. Hä? Ich habe gerade eine Superpistole verkauft. Ja. Ja, ich bin fertig. Ja, gut. Weiter, ja. Ich muss mir das Intro jetzt nochmal angucken. Das heißt ja wohl dann aber auch, dass ich die Tante bin, ne? Mhm. Dann musst du den hässlichen Kerl spielen. Mhm. Ah, kein Intro. Sehr schön. So. Yay. So. Also, mit dem linken Stick können wir uns bewegen. Wie da auch steht. Das ist creepy, Mann. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Leicht. Nein. Rutscht so ein bisschen über den Boden. So, wir sollen uns mit irgendeiner komischen Kontaktversion Person treffen. Und R2, Karte. Oh, nice. Die bleibt mal schön da oben. Oh, ist eigentlich ganz nützlich, ne? Mhm. Wäre auch schön, wenn da dann irgendwie Gegner drauf abgebildet werden. Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, es gibt doch noch diesen komischen Typen mit dem mit so einem Kartoffelsack über dem Kopf, oder nicht? Ja, genau. Mhm, das ist cool. Da vorne prügeln die auf irgendeinen Sack ein, wo wahrscheinlich irgendjemand drin ist. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, in dem Sack ist einer drin. Hat ein bisschen was von Mafia-Methode. Ja, er hat so voll die riesige Machete. Oh, jetzt hören sie auf, weil wir kommen. Jetzt wollen die uns bestimmt kloppen. Lauft weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ich muss mal ein bisschen lauter bei mir machen hier. Sieht schon bedrohlich aus, der Mann hier. Mit seinem Brett mit Nägeln. Mit einem Nee, es sind mehrere. Ich dachte, es wäre nur ein Nagel. Und er hat sich noch nie mal die Mühe gemacht und hat das Ding geschnitzt. Einfach vom Baum abgeschlagen und Nägel reingehabt. Wie böse der guckt, ey. Hm. Kann man auch irgendwie ranzoomen? Ihr guckt, ey. So, wir gehen mal weiter. Corner Pyami Butchery. Ein Metzger. For fresh and quality meat. Das wollte ich gerade vorlesen. Auf einmal sind alle weg. Tagesschau fängt an oder so. Aber wir sollen uns ja mit dem Metzger treffen, ne? Mit einer Kontaktperson. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, wer genau das ist. Aber es sieht sehr nach der Metzgerei aus.
Hier hängt Fleisch. Noch hier. Aber ich mag das nicht, wenn die Kamera so nah an den Typen ist, ey. Gehen Sie zur Seitentür. Okay. Nee. Geh da weg. Ach, guck mal, ich habe rausgefunden, wie man schnell läuft. Du musst X gedrückt halten. Ah, okay. Ich könnte ja vielleicht auch mal ein bisschen hier rumdrücken. Ist ja langweilig. Oh. Mit R2 kann ich dich irgendwie anvisieren. Mit R1. So, das war's dann aber. Ich wollte gerade sagen, ich kann dich öffnen, aber damit ist, glaube ich, die Tür gemeint. Mach mal die Tür auf. Hallo. Oh, ich habe mich fast ein bisschen erschrocken. Schläft er? Darf ich mit ihm reden? Ja, gerne. Good, you're both here. Come. Ich lese das nicht vor, das ist viel zu schnell weg, bevor ich das irgendwie gelesen habe. Da können die Leute auch auf Pause drücken. Ja, echt mal, ey. Könnt ihr selbst lesen. You too. This way. But maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. I have your weapons for you here. Jet them. Endlich Waffen aufmachen! Was ist das denn? Nehmen. Was ist das, was da drinnen liegt? Sieht aus wie eine Schutzweste. Kann man sich aber nicht nehmen. Das ist hier langweilig. Ah! Tja, ich hab eine Waffe! Ego! Oh, Destination coordinates? Town square's up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He's our only lead. And be careful out there. Ich musste gerade ein bisschen grinsen. Das Erste, was man in dieser Szene sah, war in ihrer Möpse. Und die hält sie auch so demonstrativ in die Kamera rein. So, zielen ging mit R1. Blöde Frage, nimmst du deine Stimme auf? Ja. Gut. Aber gerne nochmal checken. Wieso, du nicht? Doch, aber ich war gerade... Scheiße, hast du dem das gesagt? Musst du seine Stimme aufnehmen? Oh mein Gott. Alles aber voll, ich hab nicht, ich hab wie die, keine Dings gemacht hier, ne? Ach, das ist egal. Das krieg ich so schon. Mal hin. Okay, untersuchen wir mal. Alles voller Insekten. Ich gehe lieber nicht zu dicht heran. So lecker Fleisch. Boah, sieht so. Guck mal hier, nimm dir doch das Messerchen mit. Dann kannst du jedem ideal den Kopf reinrammen. Aber du hast doch ein Messer. Drück mal, was ist das? L2. Oh, so. Messerchen. Kann man damit auch schlagen? Ja. Ja. Damit kann man zum Beispiel Kisten, hier schlag ich dann so, Kisten kaputt machen, da ist Geld drin, wenig Gold. Sie sterben, wenn Ihre Lebensanzeige leer ist, ändert sich der Status auf stirbt. Wenn dieser Status für Ihren Partner angezeigt wird, können Sie ihn aus der Nähe mit Kreis retten. Sich selbst können Sie allerdings nicht auf diese Weise retten. Das wäre zu einfach. Das Spiel ist zu Ende, wenn Ihr Partner Ihnen nicht rechtzeitig helfen kann oder wenn Sie und Ihr Partner gleichzeitig in der Stirbt-Status versetzt werden. Ich habe schlecht vorgelesen. Steuerungsarten, die... Och je, überhaupt. Diese vier Steuerungsarten können über die Controller-Einstellungen im Optionenmenü ausgewählt werden. Art A, benutzen Sie L, um sich zu bewegen und zu rotieren. Rotieren. Nutzen Sie R1 und Kreis... Kreis, genau. Das mit den vier Ecken ist ein Kreis. Um zu schießen. Also das ist jetzt Controller-Steuerung. Bah, muss man nicht gelesen haben. So, war hier nicht irgendwo noch irgendwie so ein Pflänzchen oder sowas? Können wir hier mal gucken.
eine Möglichkeit, sich schnell zu drehen. Genau, wenn du nach unten und zeigst und X drückst, dann dreht sich dein Charakter automatisch um 180 Grad. Ist nicht verkehrt. Hier ist ein rotes X. Ich glaube, wir müssen hier raus. Ich wollte hier drinnen bleiben. Hier riecht so schön. Lecker Fleisch. Fleisch. Schinken. Achso, genau. Karte. Da war ja was. Remember, we're a team. Whatever happens, we stick together. Don't worry. I'm Klar. Happy to be here, but I can still hold my own. Gold, wenig. Was ist denn da? Achso, ich krieg auch Gold, das ist ja nice. Weiß ich jetzt nicht genau. Doch, das ist auch bei mir so reingegangen in meine Waffe so. Also unten in diesen Kreis. Und ich sehe gerade, ich habe überhaupt keine Munition. Oder? Nee, doch, 10. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Bei mir kam gerade eine Sequenz, deswegen. Achso! Nö, bei mir nicht. Bei dir nicht? Nein. Ja, dann würde ich vorschlagen, lasse ich dich mal vorgehen. Okay. Ich will aber nicht vorgehen. Ist das ein Schuh? Nee, das ist nicht, weil das sind nicht. Da fehlt ein Kopf. Untersuchen. Der Körper ja, ist, noch warm. Ist noch warm. Was ist dir bloß passiert? Geh mal hier rein, hier ist. Guck mal, wie vertrauenserweckend. Yay. Schädel, Kerzen. Nice. Alles, was man für eine tolle Party braucht. Kann man hier lang? Tür. Hier kann man gar nicht lang. Kann man sogar öffnen. Ja, dann mach mal auf. Ja, ich mach mal bei mir ein bisschen lauter, weil irgendwie höre ich hier gar nichts. Achso, zum Thema Munition. Wir haben genau 10 Schuss. Ja, 10 Schuss, aber nichts sonst in der Tasche. Eine Ziege. Aber die hängt da irgendwie komisch. Oder was ist das? Nee, das ist doch kein Ziege. Da liegt ein Tierkadaver auf dem Tisch. Ist der vielleicht für eine Zeremonie? Also wenn ich mir das so angucke, 4 Beine, Hufe, Hörner. Das ist so groß. Da gibt auch große Ziegen. Nee. Nee, die sind alle klein. Dennis ist online. Dennis ist wieder offline. Offline. Dokument lesen. Die Schrift ist krakelig. Alle Nicht-Eingeweihten werden ihre Strafe erhalten. Sie werden den heiligen Tod sterben. Wir werden sie von den Fesseln der Boshaftigkeit erlösen. Mal guck mal, Gold. Ich habe ein Pflänzchen gefunden. Ja, dann nimm mal mit. Ja. Guck mal, hier ist noch Schlitz. Die Pflänzchen sind übrigens zum Heilen da, glaube ich. Ja, das ist richtig. Seit dem ersten Teil ist das so. Wir haben uns, bevor wir angefangen haben, kurz mal abgesprochen, wie sehr wir denn die Resident Evil-Reihe kennen und haben festgestellt, nicht gut. Ich habe von Dennis das Let's Play geguckt, von Resident Evil 1. Und ja, das war's dann auch. Und dann habe ich halt das hier mit dir ein bisschen gedaddelt, so, aber wie das jetzt mit der ganzen Story ist und so. Das Remake des ersten Teils habe ich für den GameCube durchgespielt. Das weiß ich noch, denn da war ich noch nicht 18. Ja. Aber mein Papa hat das Spiel gekauft. Ja? Coole Socke, der Kerl. Ja, geh mal vor. Ach so. Ja, du bist der Mann. Aha. So nur eine Tür. Ich habe aber Angst, dass da irgendwas auf mich zukommt. Deswegen gehe ich immer direkt dann schon wieder einen Schritt zurück. Ein Schritt zurück, genau. Ich will nicht rennen. Du musst aber rennen. Nein. Nee, früher oder später in dem Spiel wirst du rennen müssen. Tomaten. Jetzt ist mit Kreis öffnen, oder was? Ja, weil wir es zu zweit öffnen müssen. Ich glaube, ich nutze die Ladepause mal. Das findet man nämlich schnell. Ich schneide das nicht raus. Nicht? Nee. Ist es halt mit drin.